Damit begrüße ich euch wieder erneut hier zurück zu Rune Factory 5. So, neuer Tag, neues Glück, neues Fest Stück für Stück. Oh, ein Fest, na super. Aber vielleicht kann ich dann die Leute auf ein Abenteuer mitnehmen. Kocht habe ich ja ein bisschen was. Und es regnet natürlich nicht. Warum auch? Warum sollte es regnen, ne? Runde richtig hinstellen. Ja, so funktioniert das doch eher. Ich glaube, hier meint dann eher so kleine Bereiche. Durchschieße. Zack. Und hier kann ich wieder einen großen Bereich machen. Aber oh, Wasser. Ist ja schon mal etwas. Zack, 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 zack. Der Rest sieht eigentlich schon mal gut aus. Jetzt machen wir mal ganz kurz das Holz weg. Ja, bin ich kein Fan, wenn er das immer kaputt macht. Nehmen wir das bisschen Holz noch. Ich hoffe, da komme ich gut nicht gegen. Ah, mache ich heute halt weiter mit dem Abenteuer. Ist ja auch nicht schlecht, würde ich sagen. Selbst wenn ich eigentlich meinen Kochen noch weiter hochbringen wollte, aber ist in Ordnung. So. Hier dann alles sammeln. Ha, wenn man es hier was zu sammeln gäbe. War ja klar. Dann seid ihr aber alle von einer Sorte, ne? Okay, dann gehen wir mal hoch. Und dann hoffe ich, dass ich oben viele, viele Eier bekomme. Oh. Okay, wunderbar. Das ist ja schon mal etwas. Ja, nee, ist klar. Ach, hier ist gar nicht das Huhn. Das Huhn ist wieder auf der anderen Farm. Da muss ich das nochmal mitnehmen. So. Das Holz bauen wir eben noch ganz kurz ab. So. Weil Holz kann man ja immer mal gebrauchen, ne? So. Ich hoffe. Ach ne, da hinten. Oh, da hinten ist ja auch noch Holz. Na gut, dann verkaufe ich halt wieder ein bisschen weniger. Ist ja auch nicht schlimm. Ich kann ja eh nichts kaufen. Und drei. So, das da sammeln wir ein. Und das sammeln wir auch ein. Sonst noch irgendwo Holz? Hm, nö, hier ist nur noch das, das, das. Okay, und hier kann ich jetzt noch die Kürbisse einsammeln. So. Wunderbar. Was ist das jetzt hier? Das ist Spinat, das weiß ich, aber welche Stufe? 5. Ich könnte das auf Stufe 6 bringen. Was, glaube ich, auch Sinn macht. Das ist Stufe 5 rüber. Die kann ich auch hochbringen auf 6. Und das ist eine Stufe 4 Rettich. Und eine Stufe 6 Kartoffel. Nee, da hatte ich die 7. Da hatte ich schon. Gut, dann. So. Zack. Da hatte ich doch auch schon wieder was. Das weiß ich definitiv da. Okay. Kürbis. Was nur? Was? Warum? Warum ist der nur Stufe? Hm. Naja, halt, passt ja. Passt doch, passt doch, passt doch.
So. Den nehme ich alle hoch. So, noch irgendwas. Den möchte ich auf dem anderen Hof pflanzen. Okay, dann kurz hier die ganzen Sachen rausholen. Ach, ein Ei. Ah, das Ei muss ich jetzt erstmal ganz kurz für was anderes verwenden. Um seine Liebe zu beweisen. Wunderbar. So, aber ich möchte dich mitnehmen. Okay. Wir gehen zum Feuerdrachen. Da kannst du nämlich hin. Damit ich dort immer dann schön viele Eier bekomme. Soll schön zentral sein. Da gibt es die Eier. Immer noch nicht fertig. Mann. So. Und zurück in diesen Stall hier. Perfekt. Habe ich jetzt ein Ei? Ich habe zwei Hühner da in dem Stall. Was will man mehr? Ah doch, hier kann ich noch die Paprika ernten. Selbst wenn mir es so aktuell nicht wirklich viel bringt. So, dann Farmdrache, Winddrache und los geht's. So, dann kann ich da nämlich hier schön diesen Baum pflanzen. Zack. Und kann dann hier gießen. So. Und verbrauche dadurch auch nicht so viel Ausdauer. Gut. Gib mir jetzt noch einen Baum. Gerne darf es ein Blinkbaum sein. Würde mich auch nicht wundern, wenn dann irgendwann mal da auf einen die Aufgabe zukommt, so. Ja. Mach 50 Blinkbäume kaputt. Schön viel Holz sammeln. So, was wollte ich jetzt verkaufen noch? Das kann ich verkaufen, das kann ich verkaufen, das kann ich verkaufen. Ja, die Paprika können wir auch verkaufen, komm. Die drei Kartoffeln auch, zurzeit brauche ich die nicht. Toastbrot bringt echt mega viel Geld. Da ist noch einer. Und ich sehe gerade... wir hier noch was zack, wegpacken können. Yay. Hatte ich denn jetzt eigentlich das Ei? Ja, das Ei hatte ich geholt, doch, ja. So, noch das letzte bisschen Holz holen. Wunderbar. Und dann können wir nach Rigbad Außenposten. So, jetzt mal überlegen. Lucy macht Sinn. Reinhard. Sind die denn alle da schon auf dem Weg? Elsie. Ich nehme nochmal wieder Elsie mit, ne? Gehen wir gemeinsam los? Ja.
Okay, sie ist dabei. Ja, ba, ba, ba. Komm, ja, scharfes Curry, alles schön gut. Alter. Okay. Ne, die suche ich nicht. Murakumo suche ich auch nicht. Reinhard. Besser. So. Okay. Dann können wir jetzt... Nein. Ins erste OG warten. Ja. Let's do this. Okay, wo muss ich lang? Links oder rechts? Ich glaube, den hatte ich schon erkundet, deswegen können wir jetzt hier lang. Na komm. Kleiner Golem. Oh, ihr macht ganz schön viel Schaden, ne? Schlag. Na gut, war klar. So einen Golem zu haben, wäre, glaube ich, auch nicht schlecht, wenn man den fangen kann. Ist schön, dass ich dich anvisiert hatte und du dann einfach mal... Warum? Das war jetzt ein One-Hit, oder? Das glaube ich jetzt nicht. Das glaube ich jetzt ernsthaft nicht. Das kostet mich wieder so viel Geld. 21.000, ey. Oh. Ich verstehe das jetzt gerade echt nicht, wie das passieren konnte. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich... wenig Heilung hatte, ne? Muss ich hier die Gegner alle normal machen, ne? Aber klar. Ernsthaft, da ist noch einer rausgekommen. Mann. Ich hoffe, er hat jetzt nicht mich erwischt. Was haben wir denn da? Oh, ein Rubin. Jetzt mal schön mit aller Ruhe an das Ganze rangehen. Ich hätte das erstmal wegbringen sollen. Ja.
Und. Ah. Hier noch irgendwas? Oder irgendwer? Oder irgendjemand? Nein, gut. So, hier ist eine Sackgasse, glaube ich. Aber vielleicht gibt es ja hier noch was. Außer eine Truhe. Komm. Okay, was haben wir da drin? Ein großer Kristall. Okay, ich habe jetzt bald die ersten voll, wo ich dann mit vollen Angriff voran kann. Das ist so deprimierend, wenn man dann so schnell stirbt. So. Und der nächste Boss. Schön, ein Chamäleon. Eine Dunkelechse. So kann man es auch nennen. Das wollte ich. Drück immer wieder L und den rechten Controller-Stick statt R und den linken Controller-Stick. So, jetzt haben wir ihn. Nein. Ah, ich hab nichts mehr. Ich muss was essen. Okay, mit Elsie mach ich ihn jetzt platt. Komplett hochhalten und er hat nichts gedroppt. Na super. Ernsthaft, dahinter geht's noch weiter? Das stand so nicht im Vertrag, das möchte ich mal sagen, ne? Okay. Blödes Ding. Autsch, 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 Autsch. Ich bin ausgewichen. Ach
komm, Elsie. Ach, okay, dahinter ist er. Komm und weg. Ach, endlich. Das war knapp. Das hat mir gar nichts gebracht. Verdammt, ich hätte auf die Werte gucken sollen. Das bringt mir was. Oh, da ist sogar eine Kiste erschienen. Wunderbar. Universalheilmittel. Sekunde. Ah, stopp. Falsche Taste. Unfähigkeit, Universalheilmittel. Wo ist es das da? Also erstmal das hier. So, und der Strahl, der hat irgendwie gar nichts gebracht. Stufe 1. Nicht besser. Ja, das Universalheilmittel stellt sehr viele Lebenspunkte wieder her. Okay. Gefällt mir schon besser. Dann gehen wir jetzt mal auf die andere Seite. Das sollte bis echt nervig, ne? Gucken wir erstmal, ob es hier hinter ist. Nee. Ich muss an das Ding rankommen. Okay. Müssen wir hier den Schalter betätigen. Den sammeln wir noch ein. Den Schalter betätigen wir. Damit fährt das alles runter. Und wir haben jetzt da nur noch... Jawohl. Gut, die sind alle hochgeheilt, fast. Yes, und weg. Oh, das ist Diamantenerz. Das ist ja sogar noch wertvoller. Ich bin zwar neugierig, was ich damit herstellen kann. Wer weiß ich nämlich nicht, was ich damit herstellen könnte, aber ist in Ordnung. So, und jetzt kann ich nämlich weiter runter, ne? Ja. Einmal kurz hochheilen. Und die Runenmacht auffüllen. Ah, interessant, ich kann hier nicht speichern. Aber okay, gut. Ich speichere. Denn wir sehen, hier wird jetzt was Großes auf uns zukommen. Eine Kiste. Ein Monster? Mist, das war eine Falle.
waren jetzt schon drei Monster dann in diesem Dungeon, möchte ich nur ganz kurz erwähnen, ne? Aber okay. Das sollte ja kein Problem für mich darstellen. Komm. Und der nächste. Ja, verdammt, nichts geklaut. Wow, wow, wow. Okay. Machen wir es jetzt zu Ende, komm. Er ist hier. Zeig mir, was du drauf hast. Wobei, kommen da mehr Monster? Ich bin wohl in Sicherheit. Okay. Ach, mit Heilen kann ich das auch steigern. Okay. So, Oswald, wo bist du? Da bist du ja. Verflixt und wie zum Teufel bist du hier reingekommen? Ich hab dich gesucht, Oswald. Hab ich ein Glück. Was willst du dieses Mal? Das stimmt. Ich habe Radia einmal hingebracht. Nur einmal. Gut, weißt du auch noch, wo du mit ihr hin bist? Natürlich, aber selbst wenn ich das sage, bringt das rein gar nichts. Was soll das heißen? Da kann man nicht einfach hineinspazieren. Geht ihr ins Festung und ragt in den Himmel. Und das meine ich wortwörtlich. Er hat komplizierte Magie dazu gebraucht, aber er hat sich ein Schloss über den Wolken gebaut. Na und? Kein Problem. Da kann ich mit dem Farmdrachen hinfliegen. Moment. Wenn du auf dem Rücken eines Monsters angeflogen kommst, sehen sie dich und schließen dich ab. Dann ist ein Drache platt wie eine Flunder. Die fliegende Festung ist Gideons inneres Heiligtum. Wenn du das nicht richtig planst, bekommst du seinen vollen Zorn ab. Wie soll ich dann... Ich bin dort über ein besonderes Tor hingelangt, das Gideon selbst gebaut hat. Wenn ich also das Tor nutzen könnte, du solltest schon wissen, dass es nicht so einfach ist. Die Tore verschwinden nach einmaliger Benutzung. Du müsstest ein neues Tor aufbauen, aber nur Gideon weiß, wie das geht. Außerdem gibt es da noch eine Barriere in den Wolken, die Magie aufspürt. Falls jemand versucht, ein Tor zu öffnen, geht ein Alarm los. Abwehrmechanismen werden aktiv und dann wird aus dir ruckzuck eine Pfütze. Kommt man denn irgendwie dahin? Ich würde ja gerne helfen, aber ich habe keine Ahnung. Ach, verflucht. Tut mir leid, dass ich nicht helfen kann. Ich bin dir schließlich verschuldig. Schon in Ordnung. Aber ich kann dir ja sagen, wo die Festung ist. Sie fliegt über der Wüste östlich von Rickbart. Bald den Himmel am Auge und such nach einer weißen Wolkenformation, die sich nie verändert. Östlich von Rickbart? Danke dafür. Okay, und mehr? Nein, mehr gibt's nicht hier. Die Truhen öffnen. Guck mal, die bieten sich an. Aber ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ab nach Hause. Ab nach Hause. Gut, dann schicke ich euch jetzt erstmal alle wieder schön nach Hause. Geh schon mal nach Hause. Und du auch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Trohot rein. Tschö, tschö.